Meine Damen und Herren, liebe Freunde, bevor ich meinen Vortrag heute Abend beginne, ich möchte meine tiefe Dankbarkeit meinen zwei teuren Freunden zum Ausdruck bringen, Lucius Werner Müller und Dieter Hagenbach, für diese Gelegenheit, also mit einem sehr offenen, aufgemachten eine offene Audience, also meine Befunde und Beobachtungen zu teilen. Es ist eine große Freude für mich, zurück in der Schweiz zu sein, mit Ihrem wunderschönen Land und besonders in Basel, wo Albert Hofmann seine epochalen Entdeckungen machte, die das Leben von Millionen von Leuten sehr tief berührt haben. Und ich bin einer dieser Personen. Mein Leben also wurde sehr, sehr tief beruflich, persönlich gewandelt in seine Erfindungen. Und Basel ist für mich für seine Wahrfahrt. Ich möchte auch in diesem Zusammenhang Dieters und Lucius' Buch, sehr bemerkenswertes, sehr umfangreiches Buch erwähnen, das vor anderthalb Jahren in der Schweiz auf Deutsch erschien und im April erwarten wir mit großer Spannung in Kalifornien, also die Premiere der englischen Ausgabe. Ich möchte noch ein paar Worte also über die Sprache dieses Abends sagen. Also Lucius und Dieter haben mich gebeten, das auf Deutsch zu machen. Das ist natürlich für mich eine Herausforderung, weil, wie Sie hörten, ich lebe seit 45 Jahren in den Vereinigten Staaten und eins war Deutsch für mich das ist eine natürliche Sprache, aber das war vor 65 Jahren und natürlich ist eine lange Zeit und vergisst sehr viel. Ich habe akzeptiert, das Deutsch zu machen, aber es werden mir wohl hier und da Ausdrücke fehlen. Es ist möglich, dass ich Hilfe brauchen werde. Okay, also ich möchte meinen Vortrag auf eine ein bisschen ungewöhnliche Weise beginnen, indem ich an Sie ein paar Fragen stelle. Und ich hoffe, wir haben das. Also heben Sie nicht Ihre Hände, bis wir also mit diesem in dieser Liste fertig sind. Also wie viele von Ihnen haben in Ihrem alltäglichen Leben außergewöhnliche Bewusstseinszustände erfahren? Das konnte zum Beispiel während systematischer Spiritualpraxis sein, in Sitzungen von erlebnisorientierten Psychotherapie, Nachverabreichung oder Einnahme psychedelischer Substanzen, in schamanischen Ritualen oder anderen Zeremonien der Stammkulturen, in Nachtodsituationen. Manchmal passiert das während intensiver spiritueller Sportaktivität. Und das letzte wird Erfahrungen, die bloß im Alltag vorkommen. Man macht nichts, sie auszulösen. Man macht sie auch kämpfen, gegen sie kämpfen und sie passieren doch. Also kann ich die Hände sehen für alle diese Kategorien, bitte. Die können herumschauen. Das ist natürlich ein bisschen selbstgewertet Audience, aber es ist etwas, das wir also in allen Ländern der Welt sehen, wenn wir Workshops machen, wenn wir
Vorträge machen. Das ist etwas sehr, sehr etwas, das sehr, sehr oft passiert. Und ich stelle diese Frage für zwei Zwecke. Erstens, ich werde also Material benutzen, das von der Forschung kommt, von diesen außergewöhnlichen Zuständen. Arbeit, die sich über ein halbes Jahrhundert erstreckt. Und der zweite Grund für diese Frage ist, dass in der gegenwärtigen Psychiatrie wir wirklich keine Kategorie für diese Erfahrungen haben. Wir werden alles als pathologische Erscheinungen angesehen. Wir haben nicht eine Kategorie, es ist eine mystische Erfahrung, es ist eine spirituelle Erfahrung. Leute in der westlichen Zivilisation, in der industriellen Zivilisation, kriegen diagnostische Etiketten. Sie werden hospitalisiert, sie kriegen Atarakika, krankheitsende Drogen. Und wenn man diese Diagnose kriegt, das ist für das ganze Leben. Für eine Episode dieser Erfahrungen genügt, eine Person zu einem Psychotiker zu machen. Wenn wir keine Schübe mehr haben, keine Episoden mehr, sind wir Psychotiker in Remission. Also die Möglichkeit, wenn wir eine solche Erfahrung haben, genügt in der heutigen Psychiatrie eine lebenslange Diagnose zu kriegen. Und das ist wirklich etwas, das ändern muss. Das schädigt viele Leben. Also ich habe bisher über außergewöhnliche Bewusstseinszustände gesprochen. In der amerikanischen und englischen Fachliteratur benutzt man einen anderen Namen, das ist Altered States of Consciousness, alterierte Bewusstseinszustände. Das gefällt mir wirklich nicht. War für mich es eine abwertende Qualität, eine pejorative Qualität. Es bedeutet wirklich, dass es eine richtige Weise gibt, uns selbst und die Welt wahrzunehmen. Und das, was da passiert in diesen mystischen Zuständen, spirituellen Zuständen, ist eine Entstellung der richtigen Erfahrung von uns selbst und der Welt. Das ist nicht eine mystische Erfahrung. Wenn man eine mystische Erfahrung hat, hat man das Gefühl, dass man etwas Wichtiges gekriegt hat, das in unserer Konzeption des Weltalls im Alltag fehlt, um wirklich Existenz zu verstehen. In Amerika, in dem amerikanischen Slang und auch in der veterinären Medizin benutzt man das Wort alter für Kastration von Haustieren. Have you had your dog altered? Have you had your cat altered? Ja, hast du deinen Hund, deine Katze alteriert? Also ich habe eine große Beobachtung für diese Bewusstseinszustände, um sie Altered States of Consciousness zu nennen. Aber auch der Name außergewöhnlich ist wirklich nicht richtig, weil es zu weit ist. Es gibt viele außergewöhnliche Bewusstseinszustände, die nicht die Eigenschaften haben, die mich alle diese Jahre interessierten. Ich interessierte mich um eine sehr wichtige Untergruppe dieser geänderten Bewusstseinszustände, die therapeutisches Potenzial haben, die transformatives, wandelndes Potenzial haben und auch evolutionäres Potenzial. Und sie haben auch ein heuristisches Potenzial. Das ist, heuristisch heißt, dass wenn wir diese Zustände studieren, können wir sehr viel Neues, neue Informationen kriegen über die menschliche Psyche, über emotionale Beschwerden oder psychosomatische
Beschwerden. Und manche von diesen Einsichten sind so weitreichend, dass sie wirklich unsere Auffassung der Beschaffenheit der Wirklichkeit selbst ändern. Also besonders in Bezug auf die Beziehung zwischen Materie und Bewusstsein oder Gehirn und Bewusstsein. Also, als ich sah, dass wir nämlich, dass wir kein, in der Psychiatrie kein Wort für diese sehr wichtige Untergruppe haben, habe ich mich entschieden, also ein eigenes Wort dafür zu prägen. Und ich nenne sie Holotrop. Also was sind holotrope Erfahrungen? Das sind die Erfahrungen, die Novizen, die beginnenden Schamanen während der spontanen Einweihungskrise erfahren. Oder das sind auch die Zustände, die sie später in der Arbeit mit den Klienten benutzen. Das sind die Zustände, die die Initianten in den Übergangsriten oder anderen Ritualen der Stammeskultur benutzen. Das sind die Erfahrungen, die Eingeweihten in den alten Mysterien von Tod und Wiedergeburt hatten. Besonders also in Mittleren Osten, also in Ägypten, in Griechenland, in Asien Minor und so weiter. Und das sind auch die Bewusstseinszustände, für welche möglicherweise alle oder fast alle große Religionen spezielle Techniken entwickelt haben. Ich nenne sie Technologien des Heiligen. Also das sind die Erfahrungen zum Beispiel, die Yogis haben, in verschiedenen Schulen von Yoga, verschiedene Formen von Buddhismus, Theravada, Zen, Vajrayana, Vipassana, so. Auch taoistische Meditationen, kabbalistische Meditationen. Das, was die Hesychasten erfuhren, also im Jesusgebet, die christliche Form, oder die Exerzitien von Ignatius von Loyola, das sind alles Techniken des Heiligen, die vermitteln also diese holotrope Erfahrungen. Und sie haben, viele von ihnen haben also spirituellen Inhalt. Also was heißt holotrop? Holotrop ist ein zusammengesetztes Wort aus dem Griechischen. Holos heißt ganzheitlich und Treppein heißt sich in der Richtung von etwas bewegen. Also holotrop ist auf Ganzheit gezielt. Oder zur Ganzheit führen. Na, das ist etwas, das viele Leute also in der industriellen Zivilisation überraschen kann. Also sind wir nicht ganz, denn, wie wir uns aus einem alltäglichen Leben erfahren, in dem üblichen Bewusstseinszustand. Also um es zu erläutern, ich möchte die hinduistische Kurzschrift benutzen. In der hinduistischen Religion hört man, wir sind nicht Nama Rupa, wir sind nicht Name und Form. Oder besser gesagt, wir sind nicht Körper egos, sondern unsere wirkliche, wahre Identität ist mit einem Funken göttlicher, schöpferischer Energie, die wir in unserem innerlichsten Wesen und die hinduistische Religion gibt verschiedene Ansätze, verschiedene Praktiken. Und wenn wir sie durchführen, haben wir also die Gelegenheit, das erlebnismäßig zu bestätigen. Das ist eine Erfahrung, das für uns alle möglich ist, wenn wir gewisse Prozeduren folgen.
In den Upanishaden kann man lesen, wenn eine Frage gestellt ist, wer bin ich, wer sind die, wer sind uns? Ja? Die Antwort in der Sanskrit-Sprache ist Tattvam Asi. Im Englischen wird das also archaisch übersetzt, Thou art that. Auf Deutsch, du bist das, also das große Buchstabe das. Das heißt, deine wirkliche Identität ist göttlich. Du bist identisch in der letzten Analyse mit der schöpferischen Energie des Weltalls. Alan Watts, englisch-amerikanischer Schriftsteller und Philosopher war, er sagte, wir sind nicht hautumhüllte Egos. Und ich kann noch ein anderes Zitat benutzen, da von dem französischen Paläontologen und Jesuiten, Pierre de Chardin, der sagte, wir sind nicht menschliche Wesen, die spirituelle Erfahrungen haben, wir sind spirituelle Wesen, die menschliche Erfahrungen haben. Also die Idee, dass menschliche Wesen identisch mit dem Göttlichen ist, das ist wirklich das tiefeste Geheimnis aller großen Religionen. Ich weiß nicht, ob Sie das lesen können. Können Sie das lesen? Also zum Beispiel Hinduismus, das habe ich schon gesagt. Atman ist Brahman, Tatman Asi. Atman ist dieser innere Funke, die wir also in uns tragen, und Brahman ist die schöpferische Energie des Universums. Also wenn wir diese spezifische Prozedur machen und wir haben die Erfahrung der Identifizierung mit dieser individuellen Funke Atman, werden wir finden, dass es dieselbe Energie ist, die dieses Weltall geschaffen hat. Und das ist nicht, dass ich das Tempel auf Gott bin und die alle sind nur ordinäre Menschen. Das heißt, das ist etwas, das für alle wahr ist. Wenn wir also, es ist wahr als eine allgemeine Behauptung, aber jeder oder jede von uns hat die Möglichkeit, das zu bestätigen, durch persönliche Erfahrung. Und das passiert in verschiedenen Formen der Holotrop- und Bewusstseinszustände. Siddha Yoga, wir verbrachten Jahre mit Swami Muktananda, das war der Haupt der Siddha Yoga Tradition. Er sagte, Gott wohnt in dir als du. In den buddhistischen Schriften findet man, schau nach ihm, du bist Buddha. Die konfuzianische Tradition, Himmel, Erde und Mann und Weib sind dasselbe. Jesus Christus, Vater, du und ich war eins. Gregorius Palamas, das Königtum des Himmels, nein, der König des Himmels ist in der Hand uns. Dann finden wir in der jüdischen Literatur, Kabbalist, dem Shabbat Abulafia, er und wir sind eins. Dann auch Mohammed, derjenige, der sich selbst kennt, kennt seinen Herrn. Und dann haben wir Allah, der sagte, ich bin Gott, die absolute Wahrheit, wahre Realität. Und das hat ihn sein Leben gekostet. Er wurde gebrannt, also für diese
Behauptung. Das ist etwas, das die organisierten Religionen nicht sehr liebe haben. Sie wollen, dass wir glauben, dass es eine Hierarchie gibt, dass wir durch Hierarchie zum Gott gehen müssen, nicht, dass wir eine Hotline, eine direkte Linie haben. Okay. Also ich würde die Welt dieser Holodruckzustände durch meine erste LSD-Erfahrung eingeführt, wie Sie hörten. Ich arbeitete damals in der psychiatrischen Abteilung der medizinischen Klinik in Prag, Karl Universität. Und wir beendeten eine große Studie von Nelerio. Das war eine der ersten tranquilisierenden Drogen. Und das kam aus Sandoz. Wir haben gute Mitarbeiter. Sandoz, und wenn man eine gute Mitarbeiter hat, pharmazeutischen Gesellschaften, mein Gebiet dabei gab, nicht wahr? Freie Literatur, beziehungsweise die Kosten für eine Reise zur Konferenz, wo wir berichten, gründete Präparate. Und dann auch Muster von neuen Präparaten, die diese pharmazeutischen Firmen erzeugen. Also im Rahmen dieser Zusammenarbeit bieten wir eine große Schachtel, das war pur von Ampullen. Das hatte der LSD 25. Es kam ein Brief damit aus Sandoz. Und er sagte, das ist eine sehr, sehr interessante neue Droge, die ja, ganz, ganz zufällig, also von Dr. Hoffmann in den Sandoz Laboratorien, entdeckt wurde, und dann gab es diese ganze Geschichte. Aber Hoffmann arbeitete als ein Expert in der Forschung von Mutterkorn-Alkaloiden. Die Lindensäure ein wichtiges Präparat ist. Und er hat also dieses Grundmolekül alteriert, er hat verschiedene Seitenketten zugegeben, und LSD war Nummer 25 in dieser Serie. Er synthetisierte das zum ersten Mal 1938, hat es den Pharmakologen geschickt. Sie haben alle Tierexperimente gemacht, und das Bericht kam zurück, nicht eine besonders interessante Droge, und weitere Forschung war entmutigt. Und dann Albert setzte fort, also weitere Seitenketten zu addieren, aber er hat mit uns, die ihn persönlich kennen, vertraut, dass er also alle diese späteren Jahre nicht also loswerden konnte von LSD. Er hatte das sehr, sehr dringendes Gefühl, dass mit diesen bestimmten Präparat, die etwas überblickt haben. Und das wurde so stark, also 1942, dass er sich entschlossen hat, ein anderes Muster davon zu machen. Und während dieser Synthese hatte er auf einmal sehr, sehr seltsame Gefühle. Es kamen also Wellen von starken Emotionen, es gab Wahrnehmungsstörungen, er sah Farben und geometrische Muster und so weiter. Und das dauerte etwa 2 Stunden. Und seine erste Idee war, das ist der Anfang einer Psychose. Und dann, als er darüber dachte, das muss eine bessere Erläuterung sein, möglicherweise habe ich mich irgendwie also mit dieser neuen Droge intoxiziert. Und er hat sich entschieden, also einen Versuch zu machen, um das zu probieren, um das zu verifizieren. Und er sagte, weil ich ein sehr konservativer Mensch bin, habe ich mich entschieden, eine winzige, infinitesimale Menge zu nehmen. Und er dachte, das waren 250 Mikrogramme. Das war ein Viertel der Dose, die man mit anderen
mit anderen Mutter von Präparaten setzte. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen also eine Idee haben, was das heißt, 250 Mikrogramm von LSD. Und das ist eine Menge, die wir dann später in der therapeutischen Arbeit eine große Dose tanken, wo die Leute an der Vorbereitung von Stunden hatten. Es waren immer zwei Leute mit der Person während der Sitzung. Die werden also über Nacht in der Institut bleiben und dann ein Gespräch mit dem Morgen, wo wir also sehen, ob sie okay sind und nach Hause kommen. Ja, er hat das also eine Kavalierweise genommen, er hat seine Arbeit für den ganzen Tag vorbereitet und hatte ein kleines Notizbuch an der Seite und sagte, möglicherweise jede halbe Stunde werde ich meine Augen zu machen und sehen, ob etwas passiert. Innerhalb einer Stunde konnte er nicht mehr arbeiten, es kam zurück, aber diesmal ungeheure Kraft. Er konnte nicht arbeiten, er hat seinen Assistenten gebeten, ihn nach Hause zu nehmen. Und ich höre, dass es Kriegszeit war, dass es Limitationen für Gebrauch von Autos war. Und es gibt diese wunderschöne Geschichte, also, die er erzählte, wie das war, also mit 250 Mikrogramm in seinem Körper durch die Straßen von Basel zu fahren. Und als er nach Hause kam, war ihm sehr, sehr schlecht. Er dachte, er lag im Sterben. Er dachte, seine Nachbarin war eine Hexe, die ihn verhext hat. Er hat den Assistenten gebeten, den Arzt zu rufen. Als der Arzt kam, lag er nicht mehr im Sterben und hat er seine Geburt wieder erleben und fantastische, viele Probleme in seinem Leben waren erledigt. Und das war der Anfang des Übrigens seines Lebens. Er hat darüber referiert, seinen Chef. Sein Chef hatte einen Sohn, der Psychiater in Zürich war. Sie haben gefragt, ob er eine Pilotenstudie machen möchte. Dr. Stoll machte das und publizierte die Resultate. Verabreichung von LSD, eine Gruppe von normalen Personen und psychiatrischen Patienten. Und dieser Artikel wurde über Nacht eine Sensation in der wissenschaftlichen Welt. Nicht wegen der psychedelischen Wirkung, was nicht viele Leute wissen, weil Mescalin, das reine Alkaloid aus Peyote, aus dem mexikanischen Kaktus, war already isoliert in reinen Form Mescalin. Das war wirklich die unglaubliche Wirksamkeit von LSD. Wenn man 100 Milligramm von Mescalin nimmt für eine volle Sitzung, man kann das mit 100 Mikrogramm, Millionsten von Gramm machen. Das war die Sensation, möglicherweise der menschliche Körper könnte etwas solches erzeugen. Und die, was wir Geisteskrankheiten nennen, die Psychosen, wären dann nicht wirklich Geisteskrankheiten, sondern Abweichungen der menschlichen Chemie, der Biochemie, nicht wahr? Und wenn wir also die Substanz finden können, die das macht, dann können wir ein Gegenmittel brauchen und wir haben eine Reagenzlösung für das größte Problem in der Psychiatrie. Das wäre wirklich der heilige Gral der Psychiatrie. Also das war die Begeisterung, also mit diesem Artikel. Na, in diesem Brief, den wir kriegen, waren zwei Themen von Santos, wie man möglicherweise diese Droge benutzen kann. Sie fragen, möchten Sie mit dieser Droge arbeiten? Wir haben das Gefühl, aufgrund der Pilotenstudie, dass es interessant sein könnte für Psychiater, für Psychologen,
möchten Sie damit arbeiten und uns Feedback zu Bericht oder sowas zu geben, ja, ob es eine interessante Droge für die Arbeit ist. Und es waren zwei Typen dort, wie man das möglicherweise benutzen könnte. Die erste Möglichkeit war, eine experimentelle Psychose zu hervorzurufen. Die dachten, dass es eine Ähnlichkeit war zwischen der Erfahrung von LSD und das, was wir in den natürlich vorkommenden Psychosen sehen. Ja? Und das ist immer sehr gut, ein Modell zu haben in der Wissenschaft. Man könnte da also allerlei Untersuchungen machen, biochemische, physiologische, elektrophysiologische, psychologische, vor, während und nach dieser Sitzung zu machen und einen Einblick zu kriegen, was da biologisch passiert, wenn die Geistesaktivität, die mentale Aktivität dieser Person so tief geändert ist. Und der zweite Tipp war etwas, das wirklich Schicksal oder Karma wurde, das ist, dass man möglicherweise diese Droge als ein unkonventionelles Ausbildungsmittel für Psychologen, Psychiater, Krankenschwestern also benutzen könnte, sodass sie ein paar Stunden in einer Welt verbringen können, in dem ihre Patienten leben und infolgedessen also sie besser zu verstehen, imstande sein, besser mit ihnen zu kommunizieren und also hoffentlich bessere Resultate kriegen, was wirklich notwendig war. Und ich war damals in der Situation, wo ich mit Psychoanalyse sehr enttäuscht war. Das war mein Grund, also Medizin zu studieren, Psychiater zu werden, meine Begeisterung mit Freude. Und da sah ich zu dieser Zeit alle Nachteile, also wie lange das dauert, wie viel Geld das kostet und dass die Resultate also nicht immer atemberaubend sind. Ich hatte also die Idee, zurück zu meiner ursprünglichen Entscheidung zu gehen, in Trickfilmen zu arbeiten. Das war eine neue Möglichkeit. Möglicherweise ist da etwas, das mich interessiert. Ich bin schon ein Psychiater, also ich muss etwas finden, das interessant ist. Und ich wurde zu einem der ersten Freiwilligen und ich hatte die Erfahrung, die mein Leben, also beruflich und persönlich, also tief geändert hat. Mich in eine ganz neue Richtung gesandt. Lucius hat also über diese erste Erfahrung gesprochen. Dr. Robicek, Dozent Robicek, der mein Lehrer, mein Vorstand war, der interessierte sich sehr über Elektroenzephalographie und zur Zeit, als wir LSD kriegen, Santos, es interessierte sich besonders um etwas, das man als Treibender Gehirne nennt. Driving of the brain waves or N-Training. Of the brain waves. Was das praktisch bedeutete, dass er also Leute einen sehr, sehr starken stroboskopischen Licht aussetzte von verschiedenen Frequenzen und dann studierte, ob die Gehirnwellen, also in der suboccipitalen Gegend, diese Frequenz aufnehmen und ob man die Gehirnwellen trainieren kann. Also wir mussten alle akzeptieren, um LSD zu haben, die LSD-Erfahrung, dass wir also nicht nur die elektroenzephalographische Untersuchung haben werden, sondern dass wir auch unsere Gehirn
Welt also getrieben haben werden. Also was da passierte zwischen der dritten und vierten Stunde, wo meine Erfahrung kulminierte, ist die Forschungsassistentin gekommen, hat mich in einen kleinen Raum gebracht, hat die Elektroden auf meinen Kopf platziert und dann hat das ein großes Stroboskop gebracht, hat das angezündet, angeschaltet und im letzten Moment gab es Licht, also das ich nie in meinem Leben gesehen habe, konnte mir nicht vorstellen, etwas, ob das existierte. Also wenn man die mystische Literatur liest, wo man spricht über Millionen von Sonnen und so weiter. Zu der Zeit, die einzige Assoziation, die ich hatte, das ist etwas, was also, wo es in Hiroshima aussehen musste, also in die Atombombe explodierte. Heute denke ich, dass es vielmehr das primäre Licht war aus dem tibetanischen Totenbuch, das wir im Moment des Todes sehen. Mein Bewusstsein wurde aus meinem Körper katapultiert. Ich habe die Assistentin verloren, ich habe die Klinik verloren, ich habe Prag verloren, den Planeten verloren. Und ich hatte das Gefühl, dass mein Bewusstsein keine Grenzen mehr hatte. Also ich wurde total vernichtet, also mein Ego wurde total vernichtet, aber ich wurde zu aller Existenz. Und dann später also war ich in dem kosmischen Raum und es passierte Vorgänge, für die ich damals noch nicht Wörter hatte. Später, als ich also über den Urschall gelesen habe und die schwarzen Löcher und die weißen Löcher und die Wurmlöcher, also es waren Prozesse, also in dieser Kategorie. Und dann hat sie das also ausgeschaltet und meine Welt schrumpft wieder. Ich habe Prag gefunden, meinen Körper. Und dann dauerte es ziemlich lange, bis es mir gelungen ist, also mein Bewusstsein mit dem Körper zusammenzubringen. Und es wurde mir ganz klar, also das, was wir lernen in der Universität, dass Bewusstsein also irgendwo eine Nebenerscheinung der Prozesse in dem Gehirn ist, ein Seitenprodukt der Materie, dass das nicht wahr ist, dass das Bewusstsein etwas viel, viel Größeres, viel Wichtigeres ist, etwas, das kosmisch war und dass es eine gewisse Interaktion gibt zwischen dem Gehirn und dem Bewusstsein. Aber das Bewusstsein kann nicht von der Materie geschaffen oder erzeugt werden. Ich habe in einem sehr, sehr guten Zustand gelandet und ich war sehr, sehr beeindruckt natürlich. Und ich dachte, also ich bin schon ein Psychiater und also diese Zustände zu studieren, ist das Interessanteste, das ich mir in der Psychiatrie vorstellen kann. Also es ist nun mehr als 50 Jahre, 1956, wenn das passierte. Und ich habe sehr wenig also während dieser Zeit gemacht, das nicht auf eine oder andere Weise mit diesen außergewöhnlichen, mit diesen holotropen Zuständen zu tun hat. Also das etwa eine Hälfte, das war klinische Arbeit mit psychedelischen Drogen für therapeutische Zwecke, zuerst in der psychiatrischen Anstalt, in Forschungsanstalt in Prag und dann nach meiner Emigration in die Vereinigten Staaten in Maryland Scientific Research Center. Dann, wie Sie hörten, Christina und ich haben diese non-pharmakologische Methode entwickelt in Esalen, alles holotrope Atmen. Man ähnliche Zustände ohne Drogen davor kann nur sehr,
der einfache Mittel, beschleunigtes Atmen, evokative Musik und eine gewisse Art von Körperarbeit. Und wir haben auch also mit vielen Leuten gearbeitet, die spontane Episoden von Holocaust-Zuständen haben. Und es wurde uns klar, dass es keinen Sinn macht, also diese Zustände therapeutisch sind, transformativ sind, evolutionär sind, wenn sie durch psychedelische Drogen oder durch beschleunigtes Atmen erfolgen werden und sie als psychotisch zu sehen, wenn sie spontan erscheinen. Und wir haben dann den Namen Spiritual and Emergencies geprägt. Spirituelle Krisen, psychospirituelle Krisen, wo wir dann mit Leuten, die diese Erfahrungen spontan haben, so arbeiten, als ob sie also in diesen künstlich ausgelösten Situationen wären. Also statt die Symptome zu bedrücken, wir werden mit den Symptomen arbeiten. Na, ich habe dann auch also in vielen Situationen Beobachtungen gemacht. Der gemeinsame Nenner ist, dass es Situationen waren, wo es immer um holotrope Zustände handelte. Also zum Beispiel die sehr wirksamen Formen von erfahrungsorientierten Psychotherapie, die Partizipation in verschiedenen spirituellen Situationen, buddhistischen Meditationen, Sufi-Sieger zum Beispiel. Ich habe auch mit Leuten gearbeitet, die UFO, die fliegende Untertassen, die Visionen hatten oder auch Entführung von den außerirdischen Wesen, Leute, die Nachtoderfahrungen hatten, und gab sehr viele Diskussionen und Austausch mit Thanatologen hatten, also den Leuten in der neuen Disziplin, die Sterben und Nachtodsituationen studieren. Und viele andere Situationen, wo holotrope Zustände also wirklich wichtig waren. Und ich habe Bücher geschrieben über die Implikationen dieser Forschung für Psychiatrie, für Psychologie, für Psychotherapie. Es wurde mir klar, dass wir Paradigma unterminierende und vergrabene Erfahrungen, Beobachtungen handelte. Und dass, wenn man sie wirklich systematisch studiert, dass es zu einer Revolution in der Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie führen wird, dass der Revolution gleich wird, die in den ersten drei Jahrzehnten in der Physik passierte. In den 20. Jahren, in den ersten drei Jahrzehnten, wo die Physiker also von Newtonschen Physik zuerst zu den Relativitätstheorien von Einstein und dann weiter zu Quantenphysik, die auch Albert Einstein selbst nicht akzeptieren konnte. Es war mir ganz klar, dass diese Revolution nicht nur dieselbe Tiefe, denselben Umfang hätte, was schon in der Physik passierte, sondern dass diese Änderungen in der Psychiatrie und Psychologie wirklich ein logisches Komplement wären dazu, was schon in unserem Verständnis der Materie
passiert. Es wird in Psychiatrie, Psychologie noch immer in den 17. Jahrhundert sehen, in dem newtonschen, dekartschen Paradigma, wie Fritjof Capra darüber sprach. Also, ich werde ein paar Worte über Paradigmawechsel. Also 1962 hat einer der einflussreichsten Philosophen der 20. Jahrhundert ein Buch geschrieben, das Struktur der wissenschaftlichen Revolution. Sein Name war Thomas Kuhn. Und das war nach 15 Jahren Studium der Geschichte der Wissenschaft. Und er hat gezeigt, dass die Geschichte der Wissenschaft nicht ein linearer Vorgang ist, wo man also, um Anhäufung von neuen Beobachtungen handelt, bis die heutige Situation, heutiges Verstehen der Welt, also die höchste Stufe unserer Kenntnis darstellt, sondern dass die Geschichte der Wissenschaft also in Perioden kommt, in Zyklen kommt. Dass man wirklich voraussagen kann, die Dynamik kann man voraussagen. Er hat das Paradigma als eine Konstellation von Glaubenssystemen, von metaphysischen Grundannahmen, von Auswertungsmethoden, von Techniken beschrieben. Und er hat gezeigt, dass also für eine gewisse historische Periode ein Paradigma also von allen Mitgliedern der wissenschaftlichen Gemeinschaft akzeptiert wird und ihre Arbeit regiert. Und das wäre in dieser Periode, die sie aus der Periode der normalen Wissenschaft nannte, dass die wissenschaftliche Arbeit wirklich wie Rätsel lösen ist innerhalb des akzeptierten Paradigmas. Das, was dann passiert, dass gewisse Beobachtungen kommen, dass gewisse Befunde kommen, die das gegenwärtige Paradigma nicht erklären kann. Und zuerst wird das die akademische Gemeinschaft nicht akzeptieren. Das ist böse Wissenschaft, böse Forschung. Das ist ein Irrtum, das korrigiert werden will. Manchmal wird das als Schwindel bezeichnet oder Geisteskrankheit der Leute, die also mit diesen neuen Ideen kommen. Aber wenn es sich wiederholt, neue Beobachtungen werden das bestätigen, dann kommt es zu einer Krise. Es ist ganz klar, dass das alte Paradigma also nicht mehr funktioniert. Und es kommen immer more courageous, more mutige. Ja, mutige Ideen über was das neue Paradigma sein sollte, bis eines von den Paradigmen siegt und das neue Paradigma wird. Und dann, was passiert, also die Geschichte wird überformuliert, es gibt neue Leute, die diese Vorsicht hatten und die Alten werden also weggestoßen und für diese Periode nun wird das neue Paradigma die Wissenschaft beherrschen. Und ich glaube, was passiert ist also in den letzten fünf Jahrzehnten, dass die verschiedenen Zweige der Bewusstseinsforschung eine ungeheure Menge von Beobachtungen und von Befunden zusammengebracht hat, die eine Krise in dem heutigen Paradigma, dem monistischen, materialistischen Paradigma
repräsentieren. Und das wird wirklich in der Periode eines weitreichenden also Paradigmenschubes ist noch nicht passiert. Wir haben also eine Mosaik von den Neuen gefunden, aber es wurde noch nicht zusammengebracht, sodass wirklich zusammenhängt. Also ich habe diese in meinen Büchern, also alle diese Beobachtungen beschrieben, die das alte Paradigma in der Psychiatrie und Psychotherapie nicht erklären kann. Und manche von den Befunden sind so tief, so weitreichend, dass sie nicht nur also für Psychiatrie und Psychologie eine Herausforderung repräsentieren, sondern für die philosophischen Grundannahmen der westlichen Wissenschaft, die monistisch, materialistisch ist. Und ich habe also über verschiedene Implikationen dieser Arbeit geschrieben. Und viele von diesen Büchern wurden von State University New York herausgegeben. Und als ich meinen 70. Geburtstag näherte, ich hatte also die Absicht, zu wenigstens teilweise zu pensionieren und ein bisschen mehr Zeit mit Reden und Schreiben widmen. Und ich kriegte ein Telefonat von meiner Editorin aus State University New York Press und sie sagte, Stan, du oder sie, das kann man nicht unterscheiden, hast also Bücher geschrieben, wo du gewisse Implikationen in deiner Arbeit für Psychologie und Psychiatrie beschreibst. Könntest du ein Buch schreiben, dass das alles zusammenbringt? Und nach einer Pause, kannst du dann besonders auf die Beobachtungen konzentrieren, für die heutige Psychiatrie und Psychologie keine Erklärung hat? Dann gab es noch eine größere Pause und dann sagte sie, kannst du auch beschreiben, wie diese neue Psychologie aussehen wird? Das ist etwas, das wir in der englischen Sprache Tall Order nennen. Tall Order. You ask for a lot. It's a big thing. Tall Order. Aber ich war sehr begeistert, weil also ich die Idee hatte zu pensionieren und wir hatten also die Auswirkung für die Facilitatoren der Holotropenarbeit, der Atemarbeit. Und das passierte in vielen Teilen der Welt. Und es war eine neue Generation von Leuten, die das lehren mussten. Und da war eine Möglichkeit, also ein Lehrbuch zu haben. Und ich habe das akzeptiert. Wie viele von Ihnen haben das holotrope Atmen erfahren? Ziemlich viele. Wir haben viele Leute in der Schweiz und in Deutschland, die diese Workshops anbieten, für diejenigen, die das wiederholen wollen oder die das neu erfahren möchten. Ich möchte das ein bisschen unterbrechen und euch zu beten, also aufzustellen, sodass diejenigen, die Facilitator sind. Okay, das sind aus der Schweiz und auch aus Deutschland, als Freiburg. Ja. Und ich hoffe, dass die Anmeldungen der Workshops oder die Beschreibung, das habe ich gelassen als Literatur, auch an den Tisch. Ja. Also in der Pause werden diejenigen, die sich in
interessieren in der Fotografie, können das dort lesen. Die haben die Möglichkeit, also das hier in der Schweiz oder in Deutschland zu erleben. Und Lucius hat die Möglichkeit erwähnt, dass wir eine große Gruppe von Fotografen machen werden. Dankeschön. Ich habe mich entschieden, das Buch zu schreiben. Und ich habe ganz absichtlich einen provokativen Titel gewählt: Psychologie der Zukunft. Okay. Ja, wenn man Bücher schreibt, also die Titel, die Holotropic Mind, Holotropic Geist oder sowas, dann können Leute das nehmen oder lassen. Wenn man sagt, das ist die Psychologie der Zukunft, werden sie entweder begeistert werden oder sehr irritiert mit dem Piss. Aber der Titel reflektiert meine Überzeugung, dass wir eine solche tiefgreifende Revision in der Psychologie nennen. Und wenn man also zu allen diesen Beobachtungen, die da schon sind, wenn man Aufmerksamkeit diesen Beobachtungen gibt, dann wird die transpersonale Psychologie die Psychologie der Zukunft sein. Man muss also die spirituellen Erfahrungen mit einnehmen als normale oder auch supernormale Erfahrungen, die haben wir, nicht als psychotische Erfahrungen. Also ich werde sehr, sehr schnell also durch eine Reihe von Fotos gehen. Ich habe schon gesagt, dass ich im Albert Hoffmann sehr, sehr dankbar bin, das, was seine Entdeckungen für mein Leben gemacht haben. Und das ist für mich das, was er zeigt. Das ist eine Art Ausdruck von Hochachtung. Das sind unsere Begegnungen in verschiedenen Kontexten. Das ist also das Foto von Albert Hofmann zur Zeit, als er LSD entdeckte. Das wurde aber in der ganzen Welt gezeigt. Das war wirklich eine Sensation. Das darauf war vor etwa 17 Jahren, als ich also Albert und Anita, seine Frau, in Berg auf der französischen Schweizer Grenze besuchte. Und dann ist Anita in der Mitte. Und die vierte Person ist Christina, meine Frau, die nicht kennen. Und während dieses Besuches zufällig waren dort also zwei fantastische Maler, psychedelische Maler, Roberto Venosa, der gestorben ist, und seine Frau Martina Hoffmann, ganz, ganz fantastische, an die lichte Seite der psychedelischen Erfahrung, die fantastischen transzendentalen Erfahrungen. Und das ist Albert mit seinem geliebten Musik, sagt man. Das spielt also. Spielwerk. Und da haben wir Hans-Ulrich Giger gerade, fantastische Realisten. Und die hatten eine sehr, sehr fantastische Diskussion. Hans-Ulrich repräsentiert die dunkelsten Erfahrungen, die man also in diesem Zustand haben kann. Und das war einige Monate vor seinem 100. Geburtstag. Da hatten wir eine
Trainingmodul in Gruyère, in dem Hans-Rudolf-Giger Museum. Und er kam als Gast für einen Tag. Das ist Ted Sparks, der Direktor des Trainings, der Ausbildung. Und das ist in Gruyère. Mittagessen. Und da haben wir also auswärts das Hans-Rudolf-Giger Museum gezeigt. Das ist dann die Besichtigung, nicht wahr, geführt von Hans-Rudolf-Giger. Und wir hatten ein bisschen Furcht. Auswärtsreaktion auf Hans-Rudolf-Gigers Kunst sein wird. Weil der sehr sort of, hohen, entwickeltes Geschmack, und zwar künstlerisches Geschmack. Aber er hat seine sehr, sehr geliebt. Weil er selbst, also die sehr, sehr schwere Erfahrung, seine erste LSD-Sitzung war sehr schwer, als er das Gefühl hatte, dass er im Starren lag, und dann hat er die Wiedergeburt erfahren und hat also auch das Gefühl der Hetzen, Einflüsse und so weiter. Und er war wirklich sehr begeistert. Und nicht nur also mit dem Inhalt dieser Bilder, sondern auch die Dimensionen, das sind große, große Bilder. Und da hatten wir eine Banner-Diskussion, das ganz fantastisch war. Albert war fast 100 Jahre alt, sehr scharf, intellektuell. Und er beschäftigte sich damals mit der Chemie, die Farben der Blumen erzeugt und auch die Farben der Schmetterlinge, der Flügel. Und er sagte, das ist fantastisch für ihn. Das war ein Beweis für die Existenz von Gott, für das kosmische schöpferische Prinzip. Die Leute, die denken, dass die Atome das selbst machen können, wissen nicht, worüber sie sprechen. Und Hans-Rudolf war Hans-Rudolf. Und fantastische Fähigkeit, also die dunklen Bereiche des menschlichen Unbewussten auszudrücken. Da sind wir zusammen. Das war das Ende des Ausbildungsseminars, des Moduls. Auf der rechten Seite ist Carmen, deine Frau, Hans-Rudolf-Giger Frau, die hat mit uns die ganze Ausbildung gemacht. Das war das Ende des Seminars. Und das war im September, und dann kam ich zurück nach Basel, in Jena für den 100. Geburtstag. Das war in dem Museum der Naturgeschichte. Das war mein Haus. Und das war zwei Jahre später, es gab eine Forum, da haben sie ein Forum, und Albert war noch am Programm. Er hatte die Absicht, also einen Vortrag zu geben, aber es war nicht möglich für ihn, er wollte nicht mehr sein Haus verlassen. Aber er hat uns eingeladen, das ist Vivian Carmen und Hans-Rudolf-Giger und dann Stefan, der nicht mehr leben ist. Und also das ist vier Wochen vor seinem Tod. Das ist, er war 102 Jahre alt. Das ist das letzte Bild, das ich habe. Unglaublich, also voll von Leben und deine intellektuelle Fähigkeit. Das ist unglaublich. Es scheint, dass alles die wirklich nicht geschädigt hat. Okay, na, ich sage, dass meine Editorin mich gebeten hat, also ein Buch zu
zu schreiben, wo ich ganz speziell über die Beobachtungen spreche, die der heutige Psychiatrie-Psychologie nicht erklären kann. Und das sind die Kategorien, also mit denen ich gekommen bin. Das Buch heißt Psychologie der Zukunft. Es wurde übersetzt in der Schweiz herausgegeben. Also ich werde, wie machen wir mit Zeit? Also die erste Kategorie, das sind Beobachtungen, die nicht nur, also eine kritische Herausforderung für Psychologie und Psychiatrie darstellen, sondern für die ganze Philosophie der westlichen Wissenschaft, die metaphysischen Grundannahmen, die wirklich monistisch-materialistisch sind, und die das Bewusstsein als eine Nebenerscheinung, ein Seitenprodukt der neurophysiologischen Prozesse im Gehirn darstellen. Und die Beobachtungen aus dem Studium der holotropen Zustände zeigen, dass es nicht wahr ist. Wir haben viele, viele Beobachtungen, wo es ganz klar ist, dass das Bewusstsein die Fähigkeit hat, für Feeds, Aktivitäten, die das Gehirn nicht machen kann. Also das, was Sie alle kennen, sind die Nachtoderfahrungen, wo jemand also auf dem Operationstisch liegt, es gibt keine Herzwellen, es gibt auch keine Gehirnwellen, Magnetwellen, und als die Person klinisch tot ist, das Bewusstsein trennt sich von dem Körper, wie das in meinem Falle in dem ersten LSD-Zug war. Und die Person kann alles also von der Decke beobachten. Und dann kann sich entscheiden, also einen kleinen Ausflug zu machen, geht durch die Wände, beobachtet, was also in anderen Zimmern des Gebäudes passiert und dann möglicherweise etwas erfahren, was hunderte von Meilen davon entfernt ist. Und wenn man einen offenen, aufgemachten Forscher hat, der das also überprüft, man wird sehen, dass diese Sachen wirklich passierten, also in all diesen Orten. Wir haben nun Studien mit Leuten, die für organische Zwecke blind sind, seit der Zeit der Geburt. Und wenn sie eine Nachtoderfahrung haben, wenn das Bewusstsein den Körper verlässt, können sie sehen, und nicht nur, dass sie sehen können, aber was sie sehen kann, von Leuten bestätigt werden, die die Fähigkeit zu sehen haben. Das hat Ken Ring, der berühmte Thanatologe, als Veridical Out-of-Body Experience beschrieben, also verifizierbar, beweisbar, außerkörperliche Erfahrungen. Denn wir haben ungeheure Mengen von transpersonalen Erfahrungen, wo wir uns mit anderen Leuten identifizieren können. Wir haben tiefe Einsichten in diese Leute. Ich habe eine große Liste von Erfahrungen, wo Leute sich mit verschiedenen Tierarten identifizieren. Sie kriegen Einsichten, die auf keine andere Weise also erreichen können. Zum Beispiel, man kann Identifizierung mit einem Adler erfahren. Und das ganze Körperschema wird zum Körperschema eines Adlers. Man sieht die Welt auf eine Weise, wie die Raubvögel das sehen. Also die haben ein ganz, ganz anderes optisches System. Zum Beispiel, alles ist größer, sie können zoomen. Ja, das wir nicht machen können. Man kann die Einsicht, wie man fliegt, was man also mit den
mit den Flügeln macht, um die Luftströme zu arbeiten und so weiter. Also es gab viele, viele solche Beobachtungen. Man kann sich von Primaten unten zu Plankton in dem Ozean identifizieren und neue Einsichten kriegen. Es gibt zelluläres Bewusstsein, das wir erfahren können. Also es gibt viele, viele Beispiele, die zeigen, dass das Bewusstsein wirklich etwas Kosmisches ist, dass es nicht also in dem Gehirn gedacht wird. Die zweite Kategorie hat etwas mit der Kartografie der menschlichen Psyche zu tun. In dem gegenwärtigen Modell in der Psychologie, Psychiatrie, ist also die Karte des Unbewussten und Bewussten auf das Postnatale beschränkt. Also Freud hat gesagt, das Neugeborene ist eine Tabula rasa, ist eine gewaschene Tafel. Es ist nichts von Interesse für Psychologen, dass der Geburt vorgeht, inklusive des Geburtsvorganges. Ja, also die psychologische Geschichte beginnt nach der Geburt. Das ist die Idee in der gegenwärtigen Psychiatrie. Und dann haben wir das Freudsche individuelle Unbewusste. Das ist auch von dem Postnatalen abgeleitet, was wir abgeneigt haben, was wir nicht akzeptieren konnten, was wir verdrückt haben und so weiter. Na, wenn man mit holotropen Zuständen arbeitet, dann kann man also Erfahrungen aus der Kindheit und frühen Kindheit haben, aber es endet nicht dort. Wir können alle Stufen unseres Geburt wieder erleben. Wir können pränatale Erfahrungen haben. Wir können mit anderen Leuten und auch mit Gruppenbewusstsein von menschlichen Gruppen haben. Wie ich schon gesagt habe, wir können mit verschiedenen Tierarten uns identifizieren. Wir können zurück in die Geschichte der Menschheit gehen. Wir können Erfahrungen von anderen Jahrhunderten haben. Manchmal mit dem Gefühl von Déjà-vu. Das, was mir nun passiert in einem anderen Jahrhundert, in einem anderen Lande, ist nicht das erste Mal, dass es zu mir passiert. Das ist mir passiert. Ich war diese Person, dieser Protagonist in einem früheren Leben. Also wir haben viele karmische Erfahrungen in diesen Zuständen. Und dann, wir kennen auch in das kollektive, jungsche Unbewusste gehen, die mythologisch ist. Wir können archetypische Figuren erfahren. Wir können archetypische Bereiche besuchen. Himmel, Hölle, Fegefeuer und so weiter. Also die ganze historische Geschichte der Menschheit und auch die kulturelle Geschichte der Menschheit kann man erfahren, also in den transpersonalen Erfahrungen. Das ist etwas, das das Gehirn, wie wir es studieren, nicht machen kann. Das kosmische Bewusstsein kann das machen. Und das Gehirn kann das vermitteln, aber es ist nicht erzeugt. Wenn ich das sage, es gibt immer Kollegen, die sagen, hast du nicht studiert? Also alle Experimente, die wir haben, die zeigen die Korrelationen zwischen der Anatomie des Gehirns und Physiologie. Das kenne ich. Das natürlich, das ist alles bewiesen, aber da passiert etwas, dass man non sequitur heißt. Das heißt nicht, dass es das kein Beweis, dass das Bewusstsein in dem Gehirn erzeugt ist. Es ist also zum Beispiel, das Televisiongerät ansehen. Da gibt es eine systematische Korrelation zwischen dem, was innerhalb des Gerätes passiert und was mit dem Programm passiert, mit den Farben. Das ist nicht ein Beweis, dass die Programme in dem Kissen erzeugt werden. Das lässt noch immer die Möglichkeit, dass das Gerät, also das Programm vermittelt, aber nicht
erzeugt. Man kann dasselbe also Gehirn sagen. Dass es Korrelationen gibt, ist nicht ein Beweis, dass Bewusstsein von dem Gehirn erzeugt wird. Also das ist die Kartografie. Das ist das Postnatale, das Perinatale, die Stufen der Geburt, das Pränatale und dann das transpersonale Bereich, das historische, kollektive und bewusste, wie Jung das beschrieben hat. Und dann das Archetypal. Das alles kann man in den holotropen Zuständen erfahren. Traditionen und Psychiater kennen alle diese Erfahrungen, aber wenn das hinüber das Postnatale geht, wird man denken, dass da ein pathologischer Vorgang passiert, dass alle diese Erfahrungen erzeugt irgendwie. Auf eine Weise, die wir später also finden werden, also entdecken werden. Dann ganz schnell, also die Architektur der emotionalen und psychosomatischen Störungen. Traditionelle Psychiatrie hat die Auffassung, dass wenn etwas nicht organisch ist, Alzheimer, temporaler Tumor oder sowas, dass das alles nach der Geburt begann. Also in der frühen Kindheit, in der späteren Kindheit, die Psychoanalyse bezieht das auf die Stufen der Entwicklung von Libido, oral, anal, urethral, phallisch und so weiter. Now, wenn wir also mit holotropen Zuständen an diesen Problemen arbeiten, dann werden wir sehen, dass es wirklich Beziehungen gibt dazu, was wir in der Kindheit erfahren haben. Aber es stoppt nicht dort. Wenn wir tiefer gehen, dann haben dieselben Probleme auch Wurzel auf der perinatalen Ebene und dann noch tiefer also auf der transpersonalen Ebene. Ein schnelles Beispiel, wir haben zum Beispiel psychogenes Asthma. Können wir zuerst also eine Erfahrung von nahe Ertrinken erfahren, wenn wir 7 Jahre alt waren, dann möglicherweise einige Erfahrungen, wo uns ein älterer Geschwister strangulierte, dann möglicherweise Keuchhusten, als wir 2 Jahre alt waren, dann die tiefere Prozedur zu der Erstickung in dem Geburtskanal und dann möglicherweise einer karmischen Erfahrung, wo es sich um Würgen oder Hängen oder sowas handelte. Und um das wirklich durchzuarbeiten, man muss also sich erlauben und erlauben kriegen, auf alle diese Ebenen zu gehen, woher also diese Erstickungsgefühle kommen. Das scheint als sehr böse Nachricht sein. Wir dachten, dass wir nur also auf unserer Kindheit arbeiten müssen. Es viel, viel größer, dann die gute Nachricht da ist, dass auf den zusätzlichen Ebenen, auf der perinatalen Ebene, auf der transpersonalen Ebene, es gibt auch sehr, sehr wirksame therapeutische Mechanismen. Wiedererleben der Geburt Integrieren der Emotionen oder Befreiung der aufgestauten Energie kann sehr heilend wirken. Und ich habe auch sehr viele therapeutische Resultate gesehen, nach Erfahrungen, Wiedererfahrungen, Wiedererleben von etwas, das Leute als Erfahrungen von vorigen Inkarnationen sahen. Oder manchmal eine archetypale Figur auftaucht, auch zum Beispiel eine dämonische Figur, wo die Sitzung fast als Exorzismus aussieht und so weiter. Wir haben viele Schulen in der Psychotherapie und es gibt keine Übereinstimmung, was die treibenden, motivierenden Kräfte in der Psyche sind. Wir haben keine Übereinstimmung,
was die Symptome bedeuten und warum sie erscheinen. Und jede dieser Schulen gibt eine andere Technik, wie wir mit den Klienten arbeiten. Also wenn wir Probleme haben, können wir einen Münster werfen und eine Schule lernen, und mit jeder Schule kommt eine andere Erklärung und eine andere Technik, wie man wissenschaftlich arbeitet. Die Alternative in der Rotdruckzustände ist, dass das Rotdruckzustand die innere heilende Intelligenz aktiviert. Und wir sind nicht die Agente. Das ist eine so fantastische Interpretation oder sowas oder etwas, das wir machen. Wir werden also mit Abenteuer, wie Jung das beschrieben hat. Der Vorgang passiert und wir unterstützen das, was passiert. Es ist viel, viel mehr als eine Hebamme. Viele, viele Leute vergleichen also das Rotdruck Atmen mit Gebären. Der Vorgang hat seine eigene Intelligenz und ein guter Geburtshilfe. Ja? Er kommt nicht also mit der Zange, er weiß, wie das Kind herauskommen sollte und zieht das Kind aus. Der Vorgang hat ihren natürlichen Vorgang und man interferiert nur, wenn etwas stecken bleibt. Also das ist die innere heilende Intelligenz, die man dann in den rotdruckigen Zuständen ausnutzen kann. Na, Nummer 6, das sollte schon klar sein, ist gemäß der materialistischen Psychiatrie, wenn man spirituell ist, es gibt ein Problem. Das ist Aberglaube, das ist magisches, primitives Denken. Wenn es einer intelligenten Person passiert, ich spreche noch immer über Gott und Göttin, dann haben wir Psychoanalyse, die uns sagt, dass es sich um Projektion infantiler Missperzeption unserer Eltern gibt. Wir sahen also unsere Eltern als diese göttliche Figuren und nun eben als Erwachsene projizieren wir das immer. Und wenn wir spirituelle Erfahrungen haben, dann kriegen wir eine Diagnose. Ja, die Arbeit mit rotdruckigen Zuständen zeigt, dass wenn dieser Vorgang in dem rotdruckigen Zustand tief geht, sodass er also wenigstens die perinatale Ebene erreicht und dann natürlich die transpersonale, dann kommt eine neue Dimension in die Erfahrung, die Jung als Luminosität bezeichnete. Er hat von Rudolf Otto genommen, also Luminosität. Er präferierte das zu Ausdrücken wie heilig, mystisch, okkult, religiös und so weiter. Die sind alle sehr stark beladen, die so in so vielen Rahmen benutzt wurden. Also die Luminosität ist die Qualität der tiefen Dynamik in der menschlichen Psyche. Und wenn wir also Mittel haben, um diese Ebenen zu erreichen, werden wir spirituelle Öffnung erfahren. Ich habe in Prag also mit Marxisten gearbeitet, die also Vorlesungen gegen Spiritualität und Religion gaben, also das Opium der Massen und so weiter. Ich habe auch mit positivistischen Wissenschaftlern gearbeitet. Wenn der Vorgang also diese Ebene erreicht, dann werden Leute die Wichtigkeit der Spiritualität nicht nur in der menschlichen Psyche, sondern auch in dem Kosmos, in die Universal Design. Also ich habe nicht mehr Zeit, ich muss dahin, wir werden eine Pause nehmen. Und vielen Dank für Ihre